Hallo und herzlich willkommen zum Einführungstutorial zur AT&T Thunderbolt 2 bzw. deren Spitznamen Bartok. Und wir schauen uns heute einmal eine Übersicht an, und zwar einmal die Übersicht des Flugzeuges an sich. Das heißt, was macht das Flugzeug so besonders, was kann es zum Beispiel alles mitführen, und wir schauen uns einmal das Cockpit grob an, wo wir welche Bereiche finden. Wir fangen mit der Flugzeugübersicht an, das heißt, wir gehen einmal in die Außenansicht, und ja, das ist sie, die A10. Wer sie im DCS noch nicht geflogen ist, vielleicht kennt ihr das Muster aus anderen Spielen. Es wird zum Beispiel auch in Battlefield 3 verwendet. Die A10 ist ein sogenanntes Erdkampfflugzeug, wurde in den 70er Jahren entwickelt und hat im Laufe seiner Geschichte schon einige Konflikte mitgemacht und dabei unter anderem folgende Missionen erfüllt. Einmal natürlich, wofür das Flugzeug konzipiert ist, das sogenannte CAS, also Close Air Support. Das bedeutet die Luftnahunterstützung für Bodentruppen. Dann einmal BAI oder Battlefield Air Interdiction. Das ist dann quasi nach weiter hinten verschoben. Also CAS ist quasi die Unterstützung der Bodentruppen, die vorne an der Front sind und sich dem Feind gegenüberstehen, wo es also auch sehr eng zugeht vom Platz her. Und Battlefield Air Interdiction ist dann quasi hinter den feindlichen Linien Unterstützungstruppen angreifen, egal ob das Fuel Depots sind oder Artillerie oder sonstige Einheiten. Und dann seit einigen Jahren wird die A10 auch als Caesar-Variante genutzt, also nicht als separate Variante, aber fliegt diesen Missionstyp Caesar, das heißt Combat Search and Rescue, also zum Beispiel abgeschossene Piloten aufspüren und dann auch beschützen, bis irgendwelche Transporthelikopter angekommen sind beim Piloten. Und eine Rolle, die die A10 auch sehr häufig eingenommen hat, in der sie auch sehr gut ist, ist die Rolle als sogenannter Airborne Forward Air Controller, das heißt sowas wie JTAC, nur für die Luft. Und das Missionsprofil nennt sich dann AFAC. Und da ist die A10 erstmal nur Beobachter, das heißt sie sucht Ziele, beobachtet diese, identifiziert diese und gibt diese dann an andere Flugzeuge weiter, entweder an andere A10s oder aber auch zum Beispiel an andere Angriffsflugzeuge wie die FA-18 oder die F-16. Aufgrund ihres Designs ist die A10 nicht sonderlich schnell, aber in Verbindung mit dem Design und auch mit der Treibstoffmenge kann die wirklich sehr lange über dem Einsatzgebiet bleiben. Das nennt man dann Loitertime, also die ist bei der A10 sehr hoch im Vergleich zu anderen Jagdflugzeugen zum Beispiel. Und eins der herausragendsten Merkmale der A10 ist vorne die GAU-8A. Das ist eine 30mm Gatling-Kanone. Wegen dieser Kanone wird die A10 auch Panzerknacker genannt, beziehungsweise weil diese Kanone das Flugzeug an sich natürlich sehr entstellt, hat es dann auch irgendwann den Spitznamen Warzenschwein, also Wartok, bekommen. Die Kanone verschießt mit einer sehr hohen Kadenz einen sogenannten Combat Mix, das heißt, man hat fünf sogenannte RPE Rounds, also Armor Piercing Rounds. Und jede sechste Patrone ist, oder jedes sechste Geschoss ist ein HE-Geschoss, also ein High-Explosive-Geschoss. Diese RPI-Geschosse, also diese Panzerbrechenden, die sind zudem mit Uran eingereichert, damit sie auch sehr dicke Panzerungen knacken. Mit der Kanone kann man T-60, T-72 knacken. Bei den neueren Panzern russischer Bauart, also T-80 oder T-90, wird es dann schon schwieriger. Direkt darüber befindet sich der Tankstutzen für die Luftbetankung. Den fahre ich einmal kurz aus, beziehungsweise öffne diesen einmal. So, da sehen wir ihn.
Das heißt, die A10 kann auch in der Luft getankt werden und das ist bei der A10 hier ganz praktisch, weil dieser Stutzen eben nicht hinter dem Cockpit oder an der Seite liegt, sondern direkt vor dem Cockpit. Das heißt, man hat den Boom, also diesen Tankstutzen vom Tanker dann auch gut im Blick. Die A10 verfügt über ein dreifaches Fahrwerk, wobei das Bugfahrwerk komplett vorne eingezogen wird und das Hauptfahrwerk, da gucken die Reifen zu einem Drittel bzw. zu einem Viertel noch raus und das Fahrwerk wird auch nach vorne eingezogen, das heißt, wenn mal irgendwelche Notprozeduren eingreifen müssen, dann wird es einfach nur gelöst, klappt nach unten und durch den Flugwind rastet es dann auch ein, so dass es bei einer Notlandung nicht zurück in die Bugschächte gedrückt wird. Dann haben wir vom Hauptfahrwerk diese zwei Bugkammern. Die eine auf der jetzt rechten Seite, die komplett grau gestrichen ist, da befindet sich der Tankstutzen für die ganz normale Bodenbetankung drin. Und auf der linken Seite, dieser Radkasten, der da schwarz angestrichen ist, da befindet sich ein IFF-Empfänger drin, also ein Empfänger für die Identifikation Freund oder Feind. Ein weiteres Merkmal der A10, obwohl es inzwischen häufiger demontiert wird, ist direkt links neben dem Bugfahrwerk dieser Sensor, der da vom Rumpf nach unten schaut. Das ist das sogenannte Tissel. Und das Tissel, das hatte früher bei der A10A die Eigenschaft bzw. die Aufgabe, Laserenergie, die reflektiert wird, von dem Ziel aufzufangen und damit lasergelenkte Bomben ins Ziel zu lenken. Das heißt, auch schon die damalige A10A konnte lasergelenkte Bomben mitführen. Nur die Ziele konnten halt nur nicht von der A10 selber beleuchtet oder beobachtet werden, sondern das mussten dann andere Lufteinheiten bzw. Bodeneinheiten machen. Heutzutage wird er, wie gesagt, bei den A10C, die noch im Einsatz sind, auch schon häufig demontiert, weil man ihn eben einfach nicht mehr braucht. Man hat ja heutzutage den Targeting-Pod. Die Tragflächen an sich, wir haben an den äußeren Enden die Luftbremsen, die sich nach oben und unten öffnen. Und an den inneren Positionen haben wir die Landeklappen, die wir auch in zwei Positionen ausführen können. Und natürlich dienen die Luftbremsen auch als Querruder für Rollbewegung. Vorne hat die A10, wir schauen uns das mal von oben an, da wo ihr jetzt ganz normal No Step lesen könnt, also links und rechts auf den Innenseiten der Hauptfahrwerksschächte, haben wir sogenannte Slats. Das sind auch kleine Klappen, die bei entsprechender Geschwindigkeit und Anstellwinkel ausgefahren werden, um den Auftrieb der Maschine zu erhöhen. Ein ähnliches System hat auch die F4F Phantom, die jetzt bei der Luftwaffe ausgemustert worden ist. Dann haben wir die zwei Triebwerke, das sind General Electrics TF34GE100A. Die haben keinen Nachbrenner, also in einigen Filmen wird da gezeigt, dass die A10 mit einem Nachbrenner fliegt, den hat sie nicht. Ist aber nicht so tragisch. Merkmal dieser zwei Triebwerke, die sind nach oben versetzt und liegen so für Bodenfeuer zwischen den Tragflächen und dem Höhenruder. Und dieses Design wurde gewählt, um einfach den Beschuss, weil es ja ein Erdkampfflugzeug ist, von Flugabwehrkanonen oder anderem Bodenfeuer gering zu halten, damit die Triebwerke eben nicht beschädigt wurden, wurden die einmal nach oben gelegt und zum anderen dann natürlich auch direkt zwischen das Höhenruder und die normalen Tragflächen. Hinten haben wir dann das Höhenruder und das Seitenruder. Beides ist zweifach ausgelegt. Auch hier das Konzept des Erdkampfflugzeuges, da man ja Tiefflug, wie es früher üblich war, eher beschossen wurde, sollte beides redundant vorhanden sein. Das heißt, wenn eins kaputt geht, hat man dann immer noch die andere Seite. Und die A10 ist an sich für ein Flugzeug sehr stark gepanzert.
Es gibt im Internet sehr viele Bilder, wo A10 von 23 mm, 30 mm oder sogar Manpads beschossen worden sind, die auch getroffen haben, und die Maschinen sind trotzdem noch heile runtergekommen, weil das Ding echt gut gepanzert ist. Eine Besonderheit ist hier, das Cockpit, wo der Pilot drinne sitzt, ist nochmal mit einer extra Titanpanzerung versehen. Das nennt sich auch Badewanne, wird es auch genannt, weil es eben die Form einer Badewanne hat um das Cockpit herum und nochmal eins extra gepanzert ist, eben damit der Pilot höhere Überlebenschancen hat. So, dann haben wir, wenn wir mal von vorne gucken, rechts angefangen, die Position für die Pylone 1, rüber nach links bis zur Position 11. Und direkt in der Mitte befindet sich die Centerline oder Position 6. Und ich habe hier bei dieser Maschine mal so ein komplettes Waffenspektrum drangehangen, was die A10 mitfinden kann, damit wir mal eine Übersicht haben, was für Waffen alles mitgenommen werden können. Mit dem Payload würde man normalerweise natürlich nicht losfliegen. Das wäre ein bisschen schwer und es wäre auch links und rechts ein bisschen unausgeglichen. Also man müsste dann sehr viel mit der Trimmung arbeiten. Wir fangen einfach mal an bei Station 1. Da sehen wir hier unseren ALQ 131 ECM-Pod. Das heißt, dieser Behälter ist dazu da, um gegnerisches Radar oder radargelenkte Raketen zu stören auf elektronische Weise. Und der kann im Cockpit dann auch noch separat bedient werden. Das schauen wir uns dann gleich in der Cockpit-Übersicht in Proben an, wie der bedient wird. Direkt daneben auf Position 2 haben wir einen Lau-68-Behälter für 2,75-Inch-Raketen oder sogenannte FFA-Raketen, also Folded Finch Aerial Rockets. Das sind ungelenkte Raketen. Und dafür gibt es für die A10 verschiedene Sprengköpfe. Wir haben einmal normale panzerdurchdringende Sprengköpfe, wir haben HE-Sprengköpfe, wir haben Sprengköpfe, die schon in der Luft explodieren, um Licht auszusenden. Das heißt, bei Nachteinsätzen kann man damit auch Leuchtfackeln abschießen nach vorne. Und wir haben Raketen, die am Boden Rauch erzeugen, sogenannte Willipede Smoke Rockets. Und es gibt auch noch Raketen, die am Boden explodieren und kein sichtbares Licht hinterlassen, sondern Infrarot-Signatur, sodass man auch bei Nacht mit dem Targeting-Pod oder mit dem Nachtsichtgerät Ziele identifizieren kann. Davon kann man auch mehrere dranhängen. Die sind natürlich sehr ungenau. Dann haben wir in Position 3 einen SUU-25-Behälter. Auch hier befindet sich Leuchtmunition drin, die wird allerdings nicht nach vorn verschossen, sondern wie eine Bombe nach hinten abgeworfen. Und auch das dient dazu, um das Schlachtfeld oder das Einsatzgebiet bei Nacht, Dunkelheit oder schlechter Sicht zu beleuchten. Und hier sind richtig, richtig hell, die Dinger. Die fliegen dann eben an einem kleinen Fallschirm ganz langsam nach unten, damit die Beleuchtung natürlich so lange wie möglich anhält. Dann auf Position 4 haben wir eine CBU-97. Das ist also eine eine GPS-gelenkte Streubombe. Davon gibt es mehrere Varianten. Wir haben einmal die CBU-87 und CBU-97. Da ist der Unterschied, dass diese beiden Versionen auf jeden Fall erstmal normale ungelenkte Versionen sind. Die 87er, das sind einfach normale Bomblets, die ausgeschossen werden, und bei der 97 handelt es sich um intelligente Bomblets. Das heißt, nach dem Ausschießen aus diesem Behälter finden diese kleinen Minibomben automatisch Ziel und haften sich da dran. Und die gibt es eben auch als GPS-gelenkte Version. Da haben wir für die CBU 87 die 103 und hier für die C97 haben wir dann die CBU 105 dranhängen, die gelenkte Variante. An Station 5 haben wir eine MK84, das ist eine 2000 Pfund schwere
General-Purpose-Bombe, das heißt eine ganz normale umgelenkte Bombe, die aber ordentlich Bums macht. Auch davon kann die A10 noch eine andere Variante mitführen, nämlich die MK-82. Das wäre dann eine 500 Pfund schwere Bombe. Und die 82 gibt es auch noch als R-Version, das heißt, da ist dann hinten so ein kleiner Fallschirm dran. Die waren früher häufig im Einsatz, als die A10 noch tief geflogen ist. Inzwischen bewegt sie sich ja so auf einem Level zwischen 10.000 und 18.000 Fuß, aber früher, als die A10 tief geflogen ist, um eben nicht von den eigenen Splittern getroffen zu werden, hat man diese MK-82 mit dem kleinen Fallschirm versehen, sodass die nach dem Abwurf erstmal langsamer werden und wirklich erst aufschlagen, wenn die A10 schon ein Stück weg ist. Dann haben wir Senderline. Also auf Position 6 einen Fuel Tank, das heißt die A10 hat auch die Möglichkeit, sogenannte Zusatztanks mitzuführen. Wird im Kampfeinsatz nicht gemacht, weil die Dinger sehr viel Track haben, also nach unten ziehen. Und für Überführungsfliege ist es dann aber häufig mit dran. Wie gesagt, bis zu 3 sind da möglich. Dann haben wir auf Position 7 eine Jedi U38. Die Jedi U38, nee, Entschuldigung, das ist die Jedi U31. Die Jedi U31 ist quasi jetzt das GPS-gelenkte Modell der MK84. Das heißt, diese MK84 hier, die ihr auf Position 5 seht, die hat hier auf Position 7 einfach einen Lenksatz bekommen und kann so aus einer Mischung von GPS-Lenkung und INS-Lenkung zum Ziel gebracht werden, ist also somit keine sogenannte dumme Bombe mehr, sondern eine smarte Bombe und hat hier jetzt einfach den Effekt einmal Fire and Forget und extrem genau bis auf 1 Meter. Das heißt, die Zielkoordinaten werden vorher einprogrammiert. Das wiederum bedeutet, es ist nur für feststehende Ziele geeignet. Aber wenn die Daten erstmal programmiert sind und auf die Waffe geladen sind, kann man die bei Wind und Wetter, also bei extremen Querwinden und auch ohne Sicht zum Ziel, einfach abwerfen, abdrehen und die Bombe findet trotzdem ihr Ziel anhand der Koordinaten. Und durch den Lenksatz hinten drauf hat die, wie gesagt, auch mit Wind etc. keine Probleme, weil der Kurs andauernd korrigiert wird. Auf Position 8 haben wir eine lasergelenkte Variante der MK82, die sogenannte GBU-12. Hier im Standard PFW-2 bzw. in der Version PFW-2. Das heißt, man hat so eine 500 Pfund dumme Bombe, also die MK82, einfach mit einem Laserlenksatz ausgestattet. Der ist einmal vorne drauf mit Lenkflossen und dem Laserempfänger und hinten sind auch nochmal ein paar Steuerflossen. Und auch diese Bombe ist bis auf 10 Meter genau und muss allerdings mit dem Laser beleuchtet werden. Entweder das macht der Pilot selber mit seinem Targeting-Pod, das kann auch eine andere A10 oder ein anderer Flugzeugtyp machen mit dem Laserzielbeleuchter. Es kann aber auch von Bodeneinheit, zum Beispiel von einem JTAC, übernommen werden. Und auch hier, wenn es jemand anderes übernimmt, kann man die abwerfen, abdrehen und die findet ins Ziel. Wenn man die selber beleuchtet, das Ziel, dann muss man natürlich so lange Sicht zum Ziel haben, wie die Bombe einschlägt. Aber auch die, wie gesagt, sehr genau, auch eine höhere Reichweite als die ungelenkte dumme Bombe und natürlich wesentlich genauer, gibt es auch in der Version für die MK84, das wäre dann die GBU-10. Von der GBU-31, die wir da an Position 7 hängen haben, gibt es auch nochmal eine kleinere Variante für die MK-82. Das wäre dann die GBU-38, die habe ich hier aber nicht mit dranhängen. So, auf Position 9 haben wir die AGM-65 Maverick. Das ist eine Abstandswaffe, also eine Rakete. Und hier in der Version H von der AGM-65 kann die A10 4 verschiedene Modelle mitnehmen. Die D wie Dora, G wie Gustav, H wie Heinrich oder K wie Konrad. Die Versionen D und G sind beide infrarot gelenkt. Die Versionen H und K sind TV gelenkt. Das sieht man dann auch immer vorne am Sucher. Bei den TV gelenkten ist die Spitze schwarz, bei den infrarot gelenkten ist die so ockerfarben, leicht gelblich. Warum gibt es da 4 verschiedene Varianten? Einmal gibt es die Variante mit 125 Pfund schwerem Sprengkopf. Das trifft auf die Version D und H zu. Und einmal gibt es die Version mit 300 Pfund schwerem Sprengkopf. Das wäre die Gustav oder Konrad. Und damit kann man dann eben auch Schiffe oder Bunker knacken.
Reichweite so zwischen 6 und 8 Meilen. So, dann haben wir auf Position 10 unseren Targeting-Pod und hier im DCS wird dafür der Lightning 2 verwendet. Und mit diesem Targeting-Pod können wir Ziele auf große Entfernung suchen, also bis zu 40 Meilen. Wir können Ziele automatisch verfolgen, wir können Ziele mit einem eigenen Laser beleuchten, wir können Ziele mit einem Infrarot-Marker markieren, also bei Dunkelheit oder schlechter Sicht. Wir können auch die Laserenergie von anderen Laserpointern auffangen. Das heißt, wenn eine andere A10 oder eine Bodeneinheit unser Ziel markiert, können wir mit dem Targeting-Pod diese Energie ausspüren sehen und so quasi unsere Waffen in das Ziel lenken oder das Ziel übernehmen. Man kann in der A10 begrenzt auch Luftziele verfolgen. Also das ist quasi ein universelles Instrument, um mit der A10 wirklich sehr effektiv im Kampfeinsatz zu gehen. Und dann haben wir auf Position 11 zum Schluss hier bei der Aufhängung die AIM-9L Sidewinder. Das ist eine Kurzstreckenrakete mit Infrarotsuchkopf und in der A10 ist die nicht für den Luftkampf gedacht, sondern rein zur Selbstverteidigung. Das heißt, falls wirklich mal ein Jäger zu nahe kommt, kann man sich dem mit viel Glück vom Hals halten, aber in erster Linie auch praktisch gegen feindliche Hubschrauber. Was ich jetzt hier nicht dranhängen habe, ist einmal der Reisepod. Also es gibt für die A10 auch in der Simulation noch den Travelpod, damit man bei Überführungsflügen auch noch ein bisschen Gepäck oder andere Materialien wie Reparaturteile etc. Mit transportieren könnte. Der hat aber leider nicht mehr dran gepasst und da es keine Waffe ist, habe ich den auch erstmal weggelassen. Das erstmal zur A10 an sich, zur Beladung und zur Zelle, also zum Muster. Und jetzt springen wir einmal ins Cockpit. Machen den Tankrüssel wieder zu und schauen uns einmal das Cockpit von innen an. Das Cockpit der A10 ist im Groben in folgende Bereiche unterteilt. Wir haben hier einmal unsere rechte Konsole. Wir haben hier einmal das sogenannte Front Dash. Wir haben die linke Konsole. Dann haben wir das HUD, also Head-Up Display. Wir haben den Flight Stick. Wir haben den Throttle. Und wir haben die Ruderpedale. Der Stick und der Vordel sind im Hotest-System konzipiert. Das heißt, da sind sehr viele Schalter auf den beiden Instrumenten versehen, um so viele Instrumente und Sensoren und Waffen in der A10 zu bedienen, ohne die Hände da wegnehmen zu müssen. Also Hotest steht für Hands on Throttle and Stick. Und man kann in der A10 wirklich etliche Sachen bedienen, ohne die Hände davon nehmen zu müssen. Man kann die Radios wechseln, man kann die MFD-Bildschirme wechseln, man kann verschiedene Sachen einstellen, man kann die Waffen lenken, man kann Ziele markieren, etc. pp. Alles ohne die Hände von Stick oder dem Schubhebel nehmen zu müssen. So, und wir fangen einfach mal auf der rechten Seite an. Das heißt auf unserer rechten Konsole und arbeiten uns da einmal durch. Wir haben hier das Lightning Control Panel, also damit werden zum Beispiel die ganzen Außenlichter, aber auch die Interieurslichter gesteuert. Da gehe ich auch in jedem Tutorial nochmal drauf ein, beziehungsweise am Anfang setze ich mir das Cockpit manchmal noch ein bisschen anders von der Beleuchtung her, dann könnt ihr das auch beobachten. Dann haben wir direkt daneben das HARS Control Panel. HARS steht für Heading and Attitude Reference System. Das ist quasi ein älteres Navigationssystem aus der A10A, beziehungsweise kann hier auch als Notsystem betrachtet werden. Direkt darüber, nämlich hier,
haben wir das ILS Control Panel und ILS Operation. Das heißt, wenn wir per Instrumentenflug regeln, also IFR fliegen müssen, also bei schlechter oder gar keiner Sicht einen Flughafen ansteuern müssen, dann nutzen wir das ILS-System, was uns dann den Gleitpfad anzeigt auf den Instrumenten und wir so auch bei schlechter oder Nullsicht heil runterkommen. Und direkt darüber für einen ähnlichen Zweck das Tarkan Operation and Control Panel. Tarkan wird eher verwendet, wenn die Sicht da ist, um den Flugplatz grob zu finden. Das heißt, man würde damit nicht genau die Landebahn treffen, aber man findet erstmal den Flughafen und kann dann einen visuellen Approach durchführen. Direkt daneben haben wir das Environment System Panel. Das heißt, hier werden verschiedene Sachen eingestellt, wie die Beheizung für das Staurohr. Das sehen wir im Übrigen da, das heißt, dort wird die Geschwindigkeit der A10 ermittelt mit Hilfe des Staudrucks und wir können ja auch den Luftdruck in der Kabine, Temperatur etc. einstellen, wobei die meisten davon nicht operational sind, außer Bleed Air und der Sauerstoff. Wenn wir die ausmachen, kriegen wir so ab 10.000, 12.000 Fuß Probleme und dann den sogenannten Hypoxia-Effekt. Über dem Tarkan-Panel und links neben dem Environment-System-Panel haben wir das Auxiliary Avionics-Panel. Damit schalten wir unser EGI und unsere CDU ein und können auch da noch einige Funktionen bedienen. Das EGI ist das Embed GPS and INS. Das heißt, die A10 verfügt einmal über ein herkömmliches Inertial Navigation System, also ein INS-System mit einem Ringlaser-Kreisesystem und einmal über ein integriertes GPS-System. Und die CDU, das ist das Panel direkt darüber, das ist die Control oder Central Display Unit, das heißt der Bordcomputer, kann man auf Deutsch sagen. Hier kann man alle Sachen machen, hier kann man Markpoints festlegen, Flugpläne erstellen, Wegpunkte erstellen, Zieldaten einspeichern etc. pp. Rechts daneben haben wir auch noch zum Environment System Panel gehörend, wie gesagt, den Sauerstoff und die Sauerstoffanzeige. Direkt über der CDU haben wir das Caution Lights Panel. Das heißt, hier werden alle möglichen Warnzeichen angezeigt. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Schleudersitz deaktiviere, dann wird das dort angezeigt. Oder wenn Triebwerksausfälle sind. Und direkt rechts daneben haben wir unser Electrical Power Panel. Das heißt, hier wird die Batterie eingeschaltet, der APU Generator, also der Hilfsgenerator und auch die Notbeleuchtung für die Nacht. Dann haben wir hier über dem Caution Panel, beugt mich mal rüber, das Countermeasure Signal Processor Panel oder CMS Panel. Das heißt, hier schalten wir unsere Gegenmaßnahmen und unseren ALQ 131 ein. Hier können wir auch einstellen, soll er manuell, halbautomatisch, vollautomatisch arbeiten. Wir können hier Programme für Gegenmaßnahmen sowie für den Auswurf von Düppel- und Leuchtfackeln, also Chef und Flair, einstellen. Und wir können hier den ECM-Pod, das war der da, zur Not auch abwerfen. Ganz zum Schluss auf der rechten Seite haben wir hier einmal die Notbetätigung für die Bordleiter, die wir von hier allerdings nur ausfahren können. Da ist er. Und wir haben hier den Canopy-Switch, das heißt, mit dem könnten wir das Canopy öffnen. So, das ist das die rechte Konsole. So, dann auf dem Front-Dash beginnen wir auch mal rechts, haben wir hier einmal die Treibstoffanzeige, also das Fuel Quantity Display und können hier auch hin und her schalten, welche Tanks uns angezeigt werden sollen, Haupttank, Flügeltanks, externe Tanks oder alles zusammen. Und wir haben direkt da
rüber die Hydraulikanzeigen für die zwei Triebwerke. Dann hier in diesem kleinen Uhrladen haben wir verschiedene Anzeigen. Wir haben einmal die Abgastemperatur des Hilfsstartgenerators, also der APU, und die Leistung der APU. Dann haben wir für die beiden Triebwerke einmal den Fan Speed. So, die Fans sind wieder. Dann haben wir einmal den Fuel Flow für beide Triebwerke. Wir haben die Temperatur für beide Triebwerke, wobei das eine Temperatur, die Temperatur wird gemessen zwischen der Hochdruckturbine und dem der Niederdruckturbine. Wir haben hier einmal den Core Engine Speed, also die Drehzahl der Engine an sich. Das ist ja nur die Drehzahl für den Fan. Und wir haben hier unten drunter auch nochmal den Öldruck für beide Triebwerke. Direkt darüber haben wir unser rechtes MFCD. MFCD ist ein Multifunction Color Display, das heißt ein Display, auf dem man sich verschiedenste Sachen anzeigen lassen kann und hin und her schalten kann. Alles auch in Farbe. Links daneben haben wir einmal unseren Steig- und Sinkgeschwindigkeit, das VVI und einmal unseren Höhenmeter, wo wir natürlich auch den Druck einstellen können. Das wäre die rechte Seite des Front Dash und dann haben wir den mittleren Bereich des Front Dash. Da haben wir einmal das Countermeasure Set Control. Das heißt, an diesem Panel können wir dann ablesen, was haben wir da für eine Bedrohung, welches Programm haben wir gerade eingestellt, wie viele Chef und Flares haben wir noch. Und wir können hier auch nochmal die Lautstärke einstellen von Bedrohungen, die uns audiomäßig dargestellt werden. Direkt darunter haben wir das ADI. Also den Attitude Director Indicator oder einfach den künstlichen Horizont. Darunter haben wir das HSI, das ist dann der Horizontal Situation Indicator. Das heißt, hier sehen wir, welche Lage hat unser Flugzeug, steigen wir, sinken wir, rollen wir, also haben wir einen Rollwinkel. Und hier sehen wir dann, in welche Richtung wir fliegen. Direkt darunter haben wir das Navigation Mode Select Panel, das heißt, hier können wir einstellen, wollen wir anhand von Wegpunkten navigieren, wollen wir anhand von Tarkan ILS navigieren, wollen wir das EGI verwenden, wollen wir das HAAS verwenden oder wollen wir das TISL verwenden. Das TISL, das war wie gesagt dieser kleine Sensor, der früher in der A10A verwendet wurde, den haben wir auch hier nochmal zur Bedienung. Also hier unten ist das TISL Panel. TISL steht für Target Identification Set Laser. War zu Beta-Zeiten non-functional in der DCS A10C. Aktuell steht davon nichts mehr im Handbuch drin. Da werde ich mich nochmal informieren, ob das TISL inzwischen eingesetzt werden kann. Ansonsten wäre es eins von drei Systeme, die nicht bedienbar sind in der A10. Das wäre der mittlere Bereich vom Front Dash und hier hatten wir über dem Altimeter und dem VVI, also Vertical Velocity Indicator, haben wir hier und auch daneben die Hebel, um quasi Brände zu löschen. Das heißt, einmal für die Engine Right, Left und für die APU. Und hier könnten wir dann auch alle externen Beladungen abwerfen, bis auf den Jammer. Der wird, wie gesagt, am CMS-Panel abgeworfen. Hier haben wir noch zwei Anzeigen, einmal für das Canopy, wenn es geöffnet oder geschlossen ist, und auf der anderen Seite, falls wir über sogenannte Inner- oder Outermarker für den ILS-Betrieb fliegen.
Auf der linken Seite von unserem Frontdeck haben wir hier oben einmal das AVR, also unseren Radar Warning Receiver. Hier werden dann direkt Radare angezeigt, die uns anpeilen, die uns verfolgen oder die uns beschießen, beziehungsweise auch Suchköpfe von aktiv gelenkten Raketen werden hier angezeigt. Und direkt darüber haben wir einmal die Leuchte für das Nosewheel Steering. Und darunter haben wir unsere Geschwindigkeitsanzeige. Einmal hier in so einem kleinen Rädchen und dann natürlich auch hier so. Direkt darunter haben wir den sogenannten UHF-Repeater. Das heißt, hier wird dann auch nochmal die Frequenz vom UHF-Radio angezeigt. Und direkt darunter, so komme ich da noch ein bisschen ran, haben wir nochmal eine Anzeige für den Angle of Attack, also den Anstellwinkel. Links daneben befindet sich eine digitale Uhr, die kann einmal als normale Uhr genutzt werden, so wie sie jetzt läuft. Eine zweite Funktion ist eine Stoppuhrfunktion und direkt darüber haben wir den Standby Attitude Indicator oder SAI, das ist quasi der Nothorizont, falls der große mal defekt sein sollte. Links schräg gegenüber haben wir das zweite MFCD. Auch hier haben wir verschiedene Funktionen, wo wir auch mit den HOTAS-Controllern durchswitchen können. Und welche Sachen links und rechts angezeigt werden, also die hier unten, die können wir in einem Extra-Menü auch selber frei bewählen. Also wer zum Beispiel sagt, er möchte das TED oder das DSMS nicht auf dieser Seite haben, sondern hier, das kann man sich auch alles frei belegen. Direkt darunter haben wir ein paar Switches, einmal den Master Arm und den Gun Mode, also Safe, Gun Arm oder Gun Arm mit Pack. Pack ist so eine Stabilisierungshilfe für die Kanone, weil die doch sehr viel Rückstoß hat. Wir haben hier die Schalter für den Targeting Pod und den Laser und können auch hier nochmal den HUD Mode wechseln, beziehungsweise die Höhenanzeige im HUD unterschiedlich schalten, also entweder barometrische Höhe, Radarhöhe oder die Differenz dazwischen in dem Delta. Unten haben wir drei wichtige Schalter, die wir auch beim Startup behandeln werden. Einmal ist das die CICU oder Kiku. Das ist das Central Interface Control Unit. Und damit betätigt man quasi die MFCDs, das heißt, wenn der auf aus ist, sind auch die MFCDs aus. In der Mitte haben wir den JTRS, das ist der Joint Tactical Radio System Schalter. Und ja, das ist auf Deutsch gesagt der Schalter für den Datenlink, mit dem die A10 miteinander kommuniziert. Und rechts daneben haben wir das IFFCC, steht für Integrated Flight and Fire Control Computer. Und der kümmert sich um eben diese Sachen, die dann eben auf dem HUD dargestellt werden. Also zum einen bedienen wir damit das HUD und schalten es auch ein. Zum anderen alle Sachen, die hier angezeigt werden, ob das Navigationsdaten, Waffendaten, Zielpunkte sind, werden durch das IFFCC gesteuert. Dann haben wir hier im linken unteren Bereich einmal die Lichter, einmal Anti-Skid, also das Anti-Blockiersystem, die Anzeige für das Fahrwerk, für die Klappen und auch den Fahrwerkshebel. Eine Anzeige für die Luftbremsen wie in der A10A gibt es in der A10C nicht mehr. So, das war das Frontdeck. Und bevor wir weitermachen mit der linken Konsole, schauen wir uns noch einmal hier oben ein paar Sachen an. Also das ist, wie gesagt, das hat das Head-Up-Display, wo alle möglichen Informationen eingeblendet werden. Wir haben hier Anzeigen für die Luftbetankung, also ob wir angeschlossen sind oder ob wir wieder entkoppelt sind. Wir haben hier nochmal einen kleinen Kompass, einen Notkompass. Wir haben hier drüben das sogenannte G-Meter, also wie viel G wir gerade die Maschine belasten. Und wir haben hier unten auch nochmal eine ganz rudimentäre Anzeige für den Angle of Attack, also den Anstellwinkel, den die Anzeige verwenden war bei der
Landung, weil wir da nicht runter ins Cockpit gucken, sondern dann kriegen wir hier eine visuelle Darstellung, ob wir quasi zu langsam und zu hoch optimal oder zu schnell und zu flach sind. Direkt unter dem HUD befindet sich das Upfront Control Panel, das heißt, hier können wir quasi alle Eingaben machen, die wir auch in der CDU machen können, nur dass wir da nicht unten ins Cockpit gucken müssen, ist also eine sehr praktische Sache. Da empfehle ich für DCS auch diese Tasten mit dem Nummernblock zu belegen. Dann kann man sich die Zahlen auf die Zahlen legen und dann macht man auf das Komma zum Beispiel die, den Umschalter von Zahlen auf Buchstaben und dann kann man anhand des Numpads auch schreiben, zum Beispiel um anderen Piloten Messages rüberzusenden oder um irgendwelche anderen Beschreibungen in das Flugzeug einzuprogrammieren. Und das geht dann auch wesentlich schneller, als wenn man hier mit der Maus immer wieder drauf drückt. So, das war der obere Bereich und jetzt kommen wir aber zur linken Konsole. Da haben wir hier angefangen, einmal die Möglichkeit, sogenannte Aufnahmen zu machen, also HUD-Tapes oder Tapes von dem Bildschirm. Ob das in der Simulation funktional ist, kann ich euch aktuell gar nicht sagen, habe ich noch nie ausprobiert. Und direkt darunter haben wir die Möglichkeit, falls jemandem das HUD irgendwie schlecht sichtbar ist, die Sitzhöhe einzustellen. So, dann fangen wir mal hier an der oberen Seite an. Wir haben hier das Fuel System Control Panel, das heißt, hier schalten wir unsere externen Tanks zu, wir schalten unsere internen Tanks zu, wir schalten die Kraftstoffpumpen ein, wir öffnen hiermit vorne den Tankstutzen, wir können auch noch ein paar Beleuchtungen für den Boom Operator einschalten. Und direkt darunter haben wir das Throttle Panel, das heißt, hier haben wir natürlich einmal den Schubhebel, die Einstellung für die Klappen, den APU Starter und auch ein paar andere kleine Funktionen, die beim Startup oder bei Notprozeduren wichtig sind. Wir haben hier oben in der Ecke, bevor wir es vergessen, die Emergency Handbrake, das heißt die Handbremse, falls mal die Hydraulik ausgeht. Die wird dann quasi einfach festgezogen. Und direkt darunter haben wir das Auxiliary Lightning Control Panel, das heißt hier haben wir zum Beispiel den sehr wichtigen Button für den Lampentest drauf und noch ein paar andere Funktionen. Und direkt darunter haben wir das SAS Panel. SAS steht für Stability Augmentation System. Das ist quasi eine hydraulische Verstärkung. Das heißt, ohne dieses Panel und ohne diese vier Schalter, die eingeschaltet sind, müssten wir die A10 mit eigener Muskelkraft steuern. Und so haben wir halt nochmal ein paar Stellenmotoren, die unsere Eingaben verstärken. Zusätzlich haben wir hier den Take-Off Trim. Das heißt, wir können hier die Trimmung komplett zurücksetzen auf 0. Direkt darunter haben wir ein zweites Panel, was nicht simuliert ist, und zwar das IFF Control Panel. Es gibt ja dieses extra Programm TARS, da ist wohl langfristig geplant, diese Funktion mit zu integrieren. Schauen wir mal. Es wäre auf jeden Fall noch eine gute Verbesserung für die Simulation an sich. Direkt unter dem Throttle Panel hier, das sieht man nur mit dem Trekkia so richtig gut, haben wir das LAST Control Panel. LAST steht für Low Altitude Safety and Targeting Enhancement. Das heißt, hiermit wird einmal der Autopilot gesteuert, beziehungsweise auch die verschiedenen Modi des Autopiloten. Hiermit werden auch die Anzeigen und Einschlagspunkte, beziehungsweise die Kontrollen, kann man sagen, für die Bombenabwurf-Modi kontrolliert, also CCIP und CCRP, und der Luft-Luft-Modus wird hiermit auch gesteuert. Direkt unter dem LAST-Panel haben wir das VHF-AM-Radio. Darunter das UHF-Radio. Und direkt darunter das VHF-FM-Radio. Zu den Radios an sich wird es auch nochmal ein separates Tutorial geben, wie man diese bedient. Links neben dem URF-Radio haben wir das Emergency Flight Control Panel, das heißt, wenn wir mal irgendwelche Probleme haben sollen, egal ob das Öldruck, Hydraulik, Elektrik ist, dann können wir hier viele Sachen
ja quasi Not auslösen, wie zum Beispiel das Fahrwerk, was ich gesagt hatte, was ja dann einfach nur nach unten ausgeworfen wird und mit Hilfe des Flugwindes einrastet. Und direkt unter dem Emergency Flight Control Panel haben wir das Intercom Control Panel. Das heißt, hier können wir auch nochmal zwischen den Radios hin und her schalten. Wir können die Gesamtlautstärke oder die Lautstärke für einzelne Systeme wie IFF, ILS, die Radios einstellen. Dann haben wir rechts daneben bzw. unter dem VHF FM Radio das KY58 Secure Voice Panel. Damit könnte man quasi die Radioübertragung verschlüsseln. Das ist das dritte Panel, was in der H10 nicht simuliert wird. Auch da ist es geplant, dass das bei TARS irgendwie integriert wird, damit, wenn man eben gemeinsam mit TARS kommuniziert, aber verschiedene Seiten hat, also rot und blau, dass man da, wenn man die gleiche Frequenz einstellt, sich nicht gegenseitig abhören kann. Dann haben wir unter dem Intercom-Control-Panel noch das Stall-Warning-Control-Panel. Das heißt, hier können wir auch nochmal zum Beispiel die Lautstärke von dem Stall-Warning einstellen, wenn wir also zu langsam werden. So, damit sind wir durch. Wir haben uns die linke, die rechte Konsole angeschaut. Wir haben uns das Front-Dash und die Anzeigen darüber angeschaut. Wir haben uns die A10 von außen angeschaut. Zu den Hotdesk-Kontrollen an sich kommen wir in den einzelnen Tutorials noch ganz genau zu sprechen, beziehungsweise natürlich auch auf die einzelnen Systeme. Ja, das sollte zum Überblick erstmal genügen. Ich verabschiede mich und wir sehen uns beim nächsten Mal.